So, Freunde, dann werden wir mal so tun, als wenn wir ordentlich im Squad spielen können. Und das ohne jetzt gleich mit allen im DS zu sitzen. Weil das Spiel gibt genug her, um ganz gut zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich mir einfach ein paar Leute zusammen eingeladen. Also, wir haben in der Formation noch nie zusammen gespielt. Deswegen hoffe ich, das wird trotzdem was. Weil eigentlich ist es nicht so schwer, ein bisschen zusammenzuspielen. So, jetzt muss ich ihn erstmal klar machen, dann erstmal. Dass sie erstmal warten müssen. So, ich muss nämlich jetzt erstmal gucken, welche allein meine meisten Leute sind. Hier sind zwei Panzersquads. Ich gucke erstmal, da unten sind erstmal viele Panzer. Wir gehen hier hin. Weil das ist immer ganz wichtig zum Anfang. So, wunderbar. Das klappt natürlich. Wir haben einen Panzer. Nirx macht den Panzer. Und dann wird er schon. Wo ist eigentlich unser Andermann? Eins, zwei, drei, vier. Man fehlt. So, den haben wir erstmal. Genau, wir sind noch ein bisschen was schießen als da vorne noch. So. Sehr schön. Unseren Panzer haben wir hier. Also alles da, was wir brauchen, um anzugreifen. Einsteigen. Überraschend von hinten über den Rand. So, sieht er das? Jawohl, sieht er. Sehr schön. Weg, 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 komm, 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 schaffst du noch. So, ihr haltet jetzt erstmal die Stellung. Sehr schön, das geht eigentlich relativ einfach, wenn sich alle darauf einlassen und so ein bisschen daran arbeiten. Deckung. Oh, er hat noch Munition bei, das ist aber ärgerlich. Alle Mann in Deckung.
Sehr schön, die rücken längs auf. Komm, hau ich meine drauf da hinten. Entgegen. Jeder Panzer ist besser als der andere, wenn er einen Infanteristen als Deckung hat. Den haben wir. Warte doch, wir müssen die anderen mitnehmen. Oh, da steht der nächste 38T. Sehr schön, den sieht er. Wunderbar, wir spielen mit einem Panzer, das klappt. Mehr braucht man nicht. Dann lade ich die Leute ein. Es läuft noch nicht ganz so, wie man es haben will, aber wenn alles bunt und schön wäre, dann könnten wir hier auch gleich ein Video aufnehmen, wie alles ganz toll läuft. Da brauche ich mir bloß 5 Leute einladen, die Ahnung von dem Spiel haben. Aber das funktioniert auch, wenn man ein bisschen zusammenarbeitet. Und genau mehr will ich eigentlich damit gar nicht beweisen, dass es durchaus machbar ist, so zusammenzuarbeiten. Wichtig ist, dass der Panzer überlebt. Jetzt fährt er ganz zurück, um sich zu reparieren. Steigen wir rücken vor. So, mit der Ruhe der Gemütlichkeit. Hoch auf den Platz. Mal sehen, ob er das kapiert. Hier aufrücken. Ja, aber wo denn? Gut.
Ihr seid alle weg? Sehr schön. Komm ran, mein Guter. Mit der Ruhe der Gemütlichkeit. Das ist unsere. Damit kann ich mich ganz prima sichtbar machen. Komm schon, halt drauf, mein Guter. Komm schon, schieß zurück. Das schaffst du, komm, das schaffst du. Oh, scheiße. So, neu sammeln. Ist einer drüben gespawnt. Müssen wir wieder alle zusammenholen. Ne, nicht alleine laufen. Kein Panzer mehr? Ja, machen wir keinen Panzer mehr, gut. So, unsere Truppe ist anwesend. Der Gemütlichkeit. Im Stadtkampf brauchen wir nicht unbedingt einen Panzer. Die feindliche Truppe. So. Bisschen. Na, geht doch. Sehr schön. Sehr schön. Vorrücken. Zwei Freunde, wo sind die? Halten wir hier die Stellung. Gut, alles zurück. Sehr gut gesehen. Oh, mit dem roten Life hat General zurück. Oh, wenn wir das überleben, wollen wir die Welt fehlen. Ja, offener geht's nicht. Ich hätte noch eine Fahne in der Hand halten können. Das wäre einfacher gewesen.
Ich sag ja, ein Panzer ohne Infanterieunterstützung ist nichts wert. Der auf der dumme Ideen kommt. Sehr schön. Der war gut. Wieder phänomenal vom eigenen Mann geklatscht. Wir brauchen einen Panzer, sonst wird das hier nichts. Alles ein bisschen ruhig heute, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren, damit das auch alles funktioniert, ne? Also wenn ich hier einen Just for Fun mache, ist das immer relativ schwierig. Wir sind komplett nicht eingespielt. Wie gesagt, wir spielen das jetzt hier alles zum ersten Mal. Ich muss sagen, das läuft eigentlich recht so, wie ich das eigentlich haben will. Nicht perfekt, aber es klappt. Elegant. Nicht schön, aber selten. Ja. Oh, er hätte auch einen Panzer nehmen können. Will er nicht? Kann ich nicht. Na Pommes, wir sind schon wieder ziemlich weit vorne. Wir stürmen jetzt mit unserem kleinen Fahrzeug hier, T-20 for the win. Das sieht uns nicht. Ausgeschieden. Camper Police macht mir jetzt auch das Leben schwer, der muss ja auch noch ins Spiel reinkommen. Dann kriegen wir das jetzt hin. Man darf nämlich nicht zu viel schreiben. Wartet doch ab. Ich hole ganz gemütlich den Wagen. Dann haben wir ein Fahrzeug da, First Aid. Dann wird das auch was. Kommst du über den Haufen? Nee, es muss aber ganz schön was passieren. Steht mein anderer Wagen noch? Einsteigen.
Weil das ist immer das Problem, das kriegen immer manche nicht mit. Abwarten und Tee trinken. Tanz in die Schrumpen aufsteigen. Oh nein, mein Freund, das ist aber dumm gelaufen. Nehmt die Verfolgung auf. Jetzt geht's zum Angriff. Wo rennt eigentlich unser Patiz rum? Der ist irgendwo. Aber wenn alle mitspielen, ist glaube ich auch zu viel verlangt. Dam 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 dam. Egal, das bringt nichts. Damit kann er uns kreuzweise. Ich fand mich einfach durch. Das interessiert mich nicht. Ah, letzter Mann. Ja, stellt euch schön zusammen mit den H3s. Stellung halten. Greifen wir von der anderen Seite an. Kann ich eigentlich wechseln? So, mach hier nämlich den Panzer. So. Kann ich wirklich von da hinten anrücken? Ja, muss ich. So, jetzt nimmt der General mal den Panzer. Man muss die Leute auch immer ein bisschen animieren, zusammenzuspielen, die abholen. Ne? Man muss auch ein bisschen was dafür tun, dass die Leute das machen, was man möchte. Wenn man nämlich nur hinten steht und sagt, tu das, tu das, tu das, und man ist selber nicht anwesend, dann wird das nämlich nichts. Meine vier Leute im Blick. Klammern, sich die Panzer. Miep, miep. Da qualmt doch etwas. Panzer 1 abgeschossen, ja, das kann ich. Davor auch irgendwas. Aber wo? Vergiss es, ich fahre hier schnell rüber. Erstmal das Gelände halten. Hallo, hallo Junge. Irgendwas, der gehört zu uns, sehr gut. Wir haben also oben Flankendeckung.
So, dann, jetzt komme ich, mein Freund. Ach, scheiße, ich habe keine AE. Da steht ich, die Grinsekatze zu machen. Das ist kaputt gegangen. Häng, Junge. Hallo, mein Guter. Du hast keine Chance. Hau ab. Aussteigen. 3 gegen 1, jetzt haben sie dich auch, mein Freund. Wir stehen da nämlich zu 10. Jetzt kann es, dann kann ich wieder als Infanterist reingehen. Sehr schön. Fliegender Wechsel. Da sieht man mal, wie schön das funktioniert, wenn mal wirklich alle auf einem Haufen stehen, da wird man nicht so schnell erschossen. Das klappt schon, ne? Wie gesagt, ne? Es ist nicht einfach, aber es kann funktionieren. Na, der ist jetzt schon, der hat schon Fahrzeug genommen. Sehr gut, dann direkt Angriff. Ah. Komm, Google, ist alles rein da. Komm schon, das kriegen wir doch. Mein Gottchen, ey. Bis dann ist das Spiel vorbei. Na, das war doch sehr gut, das funktionierte doch. Einfach und sinnvoll gespielt. Wir waren nicht überragend, aber wir waren doch als Trupp recht erfolgreich. Wir hatten jetzt hier, ich war Leader 14, 15, 2, 6 und 2. Also man kann auch mit ganz einfachen Leuten zusammenspielen und das funktioniert. Wenn sich alle ein bisschen dran halten, dann ist das ganz einfach und ganz sinnvoll zusammenzuspielen. Ne, da muss man nicht großartig was erklären. Der Truppführer muss nur ein bisschen die Punkte verteilen, da muss noch was gemacht werden und dann funktioniert das wunderbar.